Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Transport Fever 2, unserem Groß-Map-Projekt hier auf der Gardehol-Map, wenn du so willst. Und ja, wir nähern uns wirklich der Pleite, wie man sieht. Wir haben also wirklich ja, zwei Züge eingesetzt und wir müssen jetzt irgendwie hinbekommen, dass wir nicht noch weiter hier in die Miesen rutschen. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Jedenfalls, wenn ihr mehr sehen wollt, natürlich gerne ein Abo da lassen oder gleich heute Abend ist wieder Livestream auf Twitch. Ich denke mal, wir werden das nochmal spielen. 19:30 Uhr live auf Twitch. Link zu meinem Twitch-Kanal Garderol HD findest du in der Videobeschreibung. Wenn du das Spiel selber spielen willst, vorbestellen gerne über meinen Link. Damit unterstützt du mein Angebot. So, da kommen die ganzen Leute, die jetzt hier unser Geschäftsmodell retten wollen. Die steigen jetzt hier gerade ein. Es ist einfach sehr, sehr hübsch. Und ja, also ich glaube, wenn wir Glück haben, amortisiert sich das ja doch, ne? Das heißt, wir könnten da mal wirklich jetzt mal schauen, was machen denn hier so unsere Linien? Und da sehen wir auch schon von der Sorgenstrecke, jetzt natürlich zur besten Strecke, aber jetzt kommt natürlich die Phase, wo die ganze Zeit hier die Kosten laufen und kein Geld reinkommt, ne? Während die Züge hier rausfahren, die Leute hier rumstehen, also eventuell ist da wirklich ein dritten Zug, dann ist dann vielleicht irgendwann angezeigt. Was wir auch noch schauen sollten, ist, wie die Versorgung, Sekunde mal, eventuell brauchen wir noch mehr Postkutschen, naja gut, da kommt schon die nächste, sollten wir aber auch im Auge behalten. Hier Transport 60, eventuell brauchen wir wirklich hier auch eine Bahnstrecke, die das macht, weil das ansonsten zu viel wird. Die Brote, ja, eventuell müssen wir auch da nochmal aufstocken, so ein weiteres Körnerfahrzeug, ein weiteres Brotfahrzeug, aber wir sind hier schon fast an der Deckung. Das heißt, die Brote könnten wir dann in eine andere Stadt liefern. Und die andere Überlegung, die wir hatten, ist ja dann hier Braunschweig anzuschließen. Aber mit 500.000 auf dem Konto würde ich sagen, das machen wir noch nicht. Stattdessen gucken wir mal kurz. Hier mehr Bretter sind wahrscheinlich angezeigt. Und mehr Holz wahrscheinlich auch, weil es ist ja nur 11% produziert, 11% abgeholt. Und vor allen Dingen liegt hier auch mal Werkzeug rum. Das ist natürlich das teure Werkzeug. Das muss natürlich auch abtransportiert. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen mal ein paar weitere Werkzeuge. Und zwar für Cargo, die hier. Für die Werkzeugstrecke. Und dann hier nochmal für Holz. Und nochmal hier für Bretter. Und das sollte nochmal ein bisschen den Durchfluss der Waren hier optimieren. Ja, und wir brauchen dann wirklich irgendwie, Braunschweig wächst schon, aber wir wollten ja hier oben nochmal gucken, ob wir nicht dann hier so ein U oder so hier anschließen. Erfurt anregen. Und dazu würde ich gerne hier anfangen, dass wir hier das verbinden. So, das Problem ist jetzt, wenn wir das mit einer Straße bauen, ja, rede ich wie Alblali, das kostet 1,7 Millionen. Selbst hier, wenn wir so eine Brücke nehmen. Ja, das sieht auch schon ziemlich cool aus, ne? Aber das geht natürlich nicht. Das heißt, ich würde versuchen, dass wir hier so ein bisschen hoch, normal und dann. Eigentlich sollten wir direkt das mit der Bahn machen, würde ich sagen. Also nehmen wir hier Güterkopfbahnhof. Das ist wahrscheinlich besser. So, dann ist der angebunden. Weil ich glaube, dass diese Rohstoffe ein hohes Volumen haben. Das ist ja auch beim Holz, ne? Ich rede immer manchmal so undeutlich. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt bin. Ich bin so aufgeregt. So, genau. Und dann sehe ich auch, dass wir das auf jeden Fall irgendwann zweigleisig bauen müssten. Das heißt, wir sollten das auch so vorsehen, dass wir Einfädel- und Ausfädelgleis hinbauen können. So, dass wir hier erstmal nur eine normale. Ist das Terraforming nicht günstiger? Ausgleichen. Parallelisieren. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ist sogar ziemlich teuer, ehrlich gesagt. Nee. Dann machen wir das lieber während des Bauens. Dann bauen wir es wenigstens nur so, wie wir es. Dann haben wir nämlich. Genau da, wo wir es wirklich brauchen, wird es dann gemacht. So, pass auf, wir können einmal hier so weit wie möglich. Und wie gesagt, ich würde fast vorsehen, dass alles zweigleisig ist. Aber ich glaube, man kann in den Berg kein Begegnungsding machen. Wieso kommen wir denn hier schon wieder raus?
Ist auch nicht schlecht. Weil das hier so zwei so Berge sind. Je weniger Tunnel, umso besser. Fahren wir denn in die richtige Richtung? Also ungefähr so grob, ja. Und der sagt ja auch immer 120. Also der musste ja eigentlich easy hier hochkommen. So, jetzt wird es nochmal richtig teuer. Aber dann hätten wir hier schon mal die Strecke. Ja, also es wäre dann zumindest schon mal Öl hier hin. Der ganze andere Kram, den müssen wir natürlich noch wieder finanzieren. Und das geht natürlich ganz gut, wenn die beiden Züge hier dann wieder gleich angekommen sind. Hier. Achso, und ÖPNV wollten wir auch noch gucken, ne? Also so springen wir jetzt von einem zum anderen. Hier wäre der Zug fast schon wieder voll. Kommt da gerade an. Das wäre, also im Moment scheint es ganz optimal zu sein, ne? Obwohl hier nicht. Also hier will er mal mehr haben. 26. Na gut, der kommt ja auch gleich. Und mehr Brote transportieren, also mehr Korn transportieren brauchen wir nicht. Mehr Brote im Moment auch nicht. Und dann hatten wir hier unten, hatten wir ja auch nochmal erhöht. Gucken, wie es jetzt aussieht. Weil, also, die werden hier nicht zu wenig werden, ne? Also das passt schon. Hier könnten wir fast noch mehr Bretter abholen. Und hier können wir deutlich mehr Werkzeug abholen. Dann machen wir jetzt nochmal zwei Fahrzeuge für Bretterwerkzeug und drei Werkzeuge für Werkzeugstadt. Wobei wir wahrscheinlich auch noch Bretterfahrzeuge brauchen werden. So, wenn der Zug das nächste Mal jetzt in den Bahnhof fährt, dann sollten wir da oben weiterbauen. Das kennen wir ja auch noch aus dem Vorgängertitel, ne? Wenn, wenn man darauf wartet, dass der Zug halt kommt. Und warum ich die ganze Zeit hier so besoffen bin, ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich eingestellt habe, die Maus soll dahin zoomen, wo der Mauszeiger hin zeigt, sozusagen. Das muss ich noch lernen, dass ich das eingestellt habe. So, da kommt der Zug. Der andere sollte dann auch gleich angekommen sein. Gut, wir gehen auf Pause. Strategische Pause. Und ja, was wir hiermit rausfinden wollen übrigens ist, ob wir wirklich den Verbraucher immer brauchen. Verstehst du? Also, wir liefern jetzt Öl an die Raffinerie mit einem Zug. Der wird uns voll scheißen mit Öl sozusagen. Brauchen wir dann wirklich auch was es abtransportiert, damit sich das gut rechnet? Oder reicht es, wenn wir einfach nur hingehen und das Öl antransportieren und die Fabrik das dann irgendwie verarbeitet, ohne dass wir es abholen? Da wurden Änderungen dran gemacht, deswegen weiß ich das nicht. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Lokschuppen. So, warte mal, der Bahnhof steht so rum. Das ist natürlich blöd, weil der andere steht andersrum. Kriegen wir auch irgendwie hin. So. So, da brauchen wir erstmal eine Strecke. Ich lege immer erst die Strecke an. So, das ist Öl. Also hier so ein Öl. Öl. Raff. Öl, Raff, Erfurt. Sollte passen. Ja, und dann brauchen wir einen Zug. Ja, bin mal gespannt. 600.000, ob das reicht. 200.000 kostet die Lok. Und dann brauchen wir Cargo. Diese Wagen hier. Kostet 100. Oh. Für drei Wagen brauchen sie nicht machen. Da müssen wir noch eine Runde, noch eine Finanzierungsrunde warten. So, der ist jetzt rausgefahren und es stehen schon wieder
12 Leute hier. Puh. Wie sieht es hier aus? Erstmal, Werkzeug 17 von 67. Wir können auf deutlich mehr Werkzeuge anliefern. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Das ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Das wollten wir so haben. Bretter wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr gehen. Das Ding ist, irgendwann wird die Fabrik ja auf die nächste Stufe springen hier. Man hat wieder keine Bäume im Lager. Also wahrscheinlich könnten wir auch da nochmal hingehen und weitere Bäume anliefern. Aber jetzt warten wir gerade erstmal drauf, dass wir eine weitere Finanzierungsrunde bekommen von unseren Zügen hier. ÖPNV sieht übrigens ganz gut aus. Also ich glaube nicht, dass hier jetzt irgendwo im Übermaß noch was gebraucht würde. Ich sehe jetzt hier nirgendwo so richtig viele Leute stehen. Zwei Leute, das sollte reichen. Hier wäre der Zug schon fast wieder voll. Korn ist gut aus. 9 Brote. Wie gesagt, noch deutlich mehr Brote brauchen wir gar nicht, weil wir hier schon bei 70-80% Planerfüllung sind. Aber die Leute beschweren sich natürlich über unsere Emissionen. Das ist ja auch ein Teil, den wir in den Interviews erfahren haben. Wenn die Emissionen zu hoch werden in den Städten, bremst das Wachstum. Also wird jetzt niemand seine wunderschöne Penthouse-Villa natürlich hier neben so einem Bahnhof einrichten. Ne? Ich glaube, das ist eh klar. So, dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, Fahrzeug kaufen. Dampflokomotive, nicht zwei, eine reicht. Und dann die hier. Oh, der ist so teuer. Gut, wir wollen erstmal gucken, ob es geht. Wenn das funktioniert, können wir ja warten, bis da wieder ein Bahnhof gefahren ist. Und da haben wir unseren ersten... ja, Güterzug, der uns hier das Öl, das schwarze Gold, das flüssige Gold in wunderschönen Kesselwagen, Komma viele, jetzt hoffentlich zuhauf rüber transportieren wird. Und es wartet sogar schon Öl, das hat sich schon rumgesprochen. Da sieht man hier, wie die Fässer sich aufbauen, so langsam. Tja, und jetzt die Frage mit der Nachfrage. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Frage der Fragen. Die Frage der Nachfragen. So. Fährt 22 km/h. Hier geht es natürlich jetzt ordentlich bergauf, weil wir Geld sparen wollten. Ob wir das nicht irgendwann bereuen? Puh. Die Frage ist natürlich, ob er dann auf einer Seite noch schneller dann wieder runterfährt. Haben wir hier vielleicht am falschen Ende gespart? Ah, ich finde solche Stellen, die finde ich toll. Du kommst in so einen Talkessel, da fährt die Bahn durch, kommt an der anderen Seite wieder raus. Das ist schon schön. So, was verdient der Zug? 54.000 hat er jetzt gekostet und er wirft ab. Alter. So, jetzt fängt die an hier zu blubbern, produziert Öl und wenn wir es nicht abnehmen, wird es trotzdem verbraucht, wie es aussieht. Aber wir könnten es natürlich weiter transportieren, ne? So ist ja nicht. Aber ich sehe schon, dass wir diese Strecke irgendwann umbauen müssen. Und zwar tiefer legen, also die Tunnel tiefer legen. Abreißen, die Tunnel tiefer legen. Aber hier auch, abreißen ja auch Geld kostet, ne? Hm. Ja, und hier sieht es wirklich so aus, als würden wir einen dritten Zug brauchen. Um das zu gewährleisten, würde ich schon mal anfangen umzubauen. Und zwar würde ich dann die Strecke auf zweigleisig umstellen. Na. Ist ja dann auch eine der Hauptstrecken, da kann man ja ruhig mal ein bisschen
Und da haben wir einen neuen Zug gekriegt, natürlich. Gerade nachdem wir jetzt das alles eingerichtet haben, kommt natürlich ein neuer Zug, man kennt ihn. Also den Zug. So. Kommt hier auch dort Signalchen hin. Manchmal bin ich noch ein bisschen unbehende im Menü. So. Sehr gut. Was hat er denn? Hä, warum will er jetzt nicht weiterfahren? Linien melden Probleme. Was? Wieso will er denn da nur da reinfahren? Ah! Ja, huch. Da habe ich nicht richtig geguckt. Krümmung zu groß. Jetzt aber, ne? Sieht gut aus. So, und dann müssen wir natürlich hier noch ein paar Blöcke bauen. Den Block. Ich will die aber auch nicht zu weit fassen. Und hier müssen wir natürlich noch einen dazu, also auch noch hoch machen, ne? Hä? Was redet der da? Sollte aber auch hier schon wieder passen. Genau, passt. So, dann hier. Manjana. Was? So. Ja, es kommt natürlich nicht ganz da hoch, weil wir dieses dämliche Werk da vorne stehen haben. Sollten wir vielleicht auch mal kurz umbauen. Ich finde das krass, dass das alles kostet, ne? Wir sind halt Schweizer. Die kennen das nicht anders. So. Jetzt haben wir da einen Block. Da haben wir einen. Ich will den Hals nicht zu nah haben, sonst hast du nämlich die Züge wieder nah auffahren. Das wollen wir ja auch nicht. Und jetzt müssen wir natürlich hier das ganze Ding wieder verbinden. Sonst können wir keinen neuen Zug beschicken. Wo ist denn... Das geht so. Ich weiß nicht, wo die erste Station in dieser Linie ist, aber wenn die natürlich... Die ist in Haldensleben. Das heißt, wir müssen theoretisch jetzt noch ein Pendelgleis hier oben reinmachen. Das dann so verläuft. So. Genau. Ja, damit ist die Strecke jetzt komplett zweigleisig und wir können einen dritten Zug ins Blocksystem einführen. Die Frage ist natürlich, ob wir dann... Ja, ich würde den fast noch wie die alten Züge hier nehmen. Weil ansonsten fahren die auf. Also vier Wagen und die ein Drittel Lok. Das sollte eigentlich sich ganz gut ausgehen. Also, Lok.
gucken wir mal die neue an. Die fährt 45 km/h, die fährt 40. Die hat natürlich auch mehr Leistung, mehr Dampf im wahrsten Sinne des Wortes. So, und dann hatten wir den hier, ne? D13 und D13 Wagen. Genau. 1, 2, 3, 4. Oh. Müssen wir wieder auf Geld warten. Ist hier nicht der eine Zug gerade unten im Bahnhof angekommen? Nee, da müssen wir warten. Gut, dann kaufen wir den nächsten Lok in der nächsten Folge. Euch danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.